Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Warface Breakout. Ja, und ich bin auch schon direkt zu Beginn der Folge kurz erblindet. Ja, da hat die Blendgranate auf jeden Fall ein wenig wehgetan. Meinen schönen Augen. Ja, und ich glaube, wir sind gerade ein bisschen zu viel hier in der Mitte. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen mehr aufteilen. Okay, da hinten ist auf jeden Fall gerade ordentlich was los, wie es scheint. Ja, die haben platziert. Die haben platziert, die Feinde. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, oh. Ja. Ja. Sehr schön. Wo ist der letzte? Haha, hallo. Ja, der war sicherlich überrascht. Sehr schön. Gut gemacht. Haben wir gut gemacht als Team, wie ich finde. So muss das auch sein. Nur mit Teamwork kommt man zum Sieg. So, einmal nehmen wir jetzt die Waffe hier und dann noch ein paar Granaten mit. Ja, aber nicht schlecht gespielt auf jeden Fall, die Gegner gerade. Echt nicht schlecht gespielt. Der Kampf hat eben auf jeden Fall Laune gemacht dazu gegen die. War auch schön intensiv. Da oben. Meine Präzision war jetzt nicht unbedingt so richtig da. Ich warte hier mal so ein bisschen. Ich glaube, hier kommt jetzt bestimmt keiner. Ah, was ist denn jetzt mit meiner Präzision los? Jawohl. Ja, immerhin habe ich dann doch jetzt noch ein bisschen was hier gemacht. So. Ich habe auf jeden Fall auch ganz gut Kills schon bis jetzt gemacht. Jetzt ist es aber auf jeden Fall erstmal eine Niederlage. 1-1 steht es jetzt. Aber es ist noch nichts entschieden. Und da ja, bis jetzt macht die Runde auf jeden Fall Laune. Granaten sind auch wieder ausgerüstet. Diesmal gehe ich auf jeden Fall wieder mitten durch die Mitte. Schnell lauf, 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 lauf. Hier einmal in Position so gehen. Kurz warten. Oh, dort links. Dort ordentlich gerade gerattert. Ich warte mal noch hier. Sieht jetzt gerade nicht so gut aus für uns. Okay, es wurde platziert. Schätze mal drüben bei B. Ja, auf jeden Fall bei B. Einmal einen Nate dort hinten hin. Gut, ich habe auf jeden Fall jemanden Schaden zugefügt. Schaffen werden wir es nicht mehr. Das ist mir jetzt schon bewusst. Na, werden wir nicht mehr schaffen. Ich habe auch leider schon viel zu viel Schaden zu Beginn gerade hier kassiert. Also das Gegnerteam ist wirklich nicht schlecht. Ja? Das ist ganz klar. Ja? Also die sind wirklich nicht schlecht. Spielen gut. Die spielen wirklich gut. Aber ich mag's auch Herausforderungen zu haben. Ja? Wäre ja blöd, wenn alles immer einfach wäre. Man muss natürlich auch mal Herausforderungen haben. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall bei B, weil aktuell ist es eigentlich so, dass die Feinde meistens B angreifen und meistens auch hier platzieren. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, auf welche Seite ich achten soll. Okay. What? Habt ihr das gesehen? Alter! Da beamt er sich einfach dort lang. Er spielt der kleine Beamer. Ja, und ich bin der Letzte. Ich glaube, die platzieren diesmal bei A, oder? Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, ich bin jetzt auch leider viel zu schnell hier lang gerannt. War auch leider laut. Aber ich wusste jetzt auch leider nicht, was ich anderes hätte machen sollen. So.
Gut, ich habe leider gerade nicht so viel Geld zur Verfügung. Ich nehme jetzt mal die Waffe hier. Und dazu noch zwei Granaten. Mehr dann jetzt auch nicht. Ja, mal sehen, ob wir vielleicht noch hier es rumkriegen und vielleicht doch noch hier Sieger werden. Oh, Hilfe! Und schon wieder so viel Schaden bekommt durch die Granaten. Persönliche Meinung ist sowieso, die Granaten haben an manchen Stellen eine zu hohe Reichweite oder Flächenschaden, wie man das auch nennen möchte, ja. Ist meine persönliche Meinung. Ich war ja gerade hinter einem Gegenstand noch und die Explosion hat mir trotzdem richtig gut Schaden zugefügt. Also manchmal finde ich das wirklich ein bisschen zu viel. Manchmal, ja. Ist auch nur meine persönliche Meinung. Sehr schön. Diesmal wieder ein Sieg. Gut. Mal sehen, ob wir es noch schaffen, hier vielleicht aufzuholen. Auf jeden Fall 2-3 heißt es jetzt. Ich laufe jetzt wieder hier rüber zu B. Ich würde jetzt eigentlich dorthin durch die Gasse auch gleich wollen. Ich glaube, hier kommt vielleicht auch einer. Ja, nicht nur einer. Ach, das war dumm. Das war wirklich dumm. Ich war zu gierig jetzt gerade. Ja? Ich wollte gerade unbedingt jemanden ausschalten. War dumm. Ich hätte lieber meine langsame, ruhige Taktik wieder fahren sollen und nicht unbedingt, ja, zu schnell dort wieder vorgehen. Das war nicht gut. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin mit dran schuld, ja, dass dieser Rundensieg jetzt auf jeden Fall mit an die Gegner wieder mitgeht. Ja, ist jetzt leider ein bisschen Mist gelaufen hier. Jetzt steht's 4. 4-2. Wir liegen 2 Punkte zurück. Zack. Wie könnten wir die besiegen? Ich laufe jetzt nochmal mit bei der Mitte entlang. So. Obwohl, ich bleibe vielleicht einfach mal ein bisschen weiter im hinteren Bereich diesmal. Ja, ich bleibe diesmal einfach komplett im hinteren Bereich und bewege mich von diesen Ecken so von A nach B. Immer durch diesen Gang so hier durch. Oh, dort hinten. Jawohl. Dort oben. Ja, das war es jetzt leider für mich. Das sind zu viele. Ja, die spielen gut als Team zusammen. Das waren gerade 3 Stück, die alle auf einmal nochmal um die Ecke dort kamen. Ja, sind ein gutes Team. Ich würde sogar meinen, die spielen wahrscheinlich zusammen. Alle 3 auf einmal gerade. Dort so rum. Haben die gut gemacht. Jetzt haben die 5 Punkte. Aber das muss ich sagen, ich habe auf jeden Fall schön eben noch welche weggeholt. Ja, jetzt sind wir hier auf jeden Fall im Angriff. Mal sehen, vielleicht kriegen wir so das Ganze wieder ein bisschen mehr rum. Na, vielleicht schaffen wir es ja dann vielleicht doch noch jetzt zum Sieg. Mal sehen, wie jetzt der Angriff für uns so laufen wird. Ich folge auf jeden Fall hier dem Kameraden mal, der hier das C4 hat. Oh, bitte. Wird nicht erledigt. Ich darf am besten jetzt auch nicht erledigt werden. Ja, gut, er platziert. Sehr schön. Wir haben es platziert. So. Ich laufe einmal hier hinten entlang und hier hoch. Gut.
Ein Feind ist noch übrig. Okay, diesmal geht der Sieg an uns, schätze ich. Sieht auf jeden Fall gerade gut aus. Aber wir dürfen die jetzt nicht unterschätzen. Weil die sind wirklich gut. Jawohl, Sieg. 3-5 steht es jetzt. Haben wir gut gemacht. So. Jetzt noch die Waffe hier dazu nehmen und Granaten. Und jetzt hier lang. Jetzt habe ich das D4. Ich werde jetzt probieren B. Vielleicht ist es auch nicht so schlau, ich weiß es nicht. Kann ich gerade noch nicht so ganz einordnen. Ob das so schlau ist. Ja. Granate einmal. Und jetzt hier weg, dann los. Und jetzt laufe ich rüber zu A, würde ich sagen. Weil B hatten wir ja eben schon das einmal platziert und falsch rechnen. Die hat jetzt damit auch wieder, dass wir wieder zu B machen. Deswegen A. Ja, und hier vorne ist irgendwo jemand. Jawohl! Komm! Ja, sehr schön! Sehr schön! Puh! 4-5! Schön! Wird es ein Comeback? Wird es ein Comeback? Ja, das ist die große Frage jetzt hier gerade. Ich mache jetzt wieder rüber zu B und werde dann vielleicht im Verlauf des Matches vielleicht rüber zu A wieder dudeln. Mal sehen. Eine Nate. Oh, zurück. Jawoll. Oh, dort. Jawoll! Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier? Aua, meine Augen. Ah, wo möchte er hin? Platziere doch am besten. Gut, 5-5. 5-5. Ja, also der Angriff läuft gerade erstaunlicherweise gut. Besser als auf jeden Fall vorher die Verteidigung. Ich würde auch auf jeden Fall meinen, die Gegner haben gerade so ein bisschen an Leistung nachgelassen. So ein bisschen würde ich das auch nur meinen. Denn an sich spielen die eigentlich immer noch ganz gut. Ich mache hier hoch. So. Oh, lululululu. Ja, da war ich leider weg. Da hinten hat er schon gewartet. Ich habe ihn leider zu spät erkannt. Ich dachte, das wäre so eine Art Lüfter oder so. Ja, was halt oben auf einem Gebäude steht. Aber das war leider der Feind. 3 gegen 3 heißt es. Oh, er will es mit dem Messer machen. Ist das so schlau? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so schlau ist. Ne. Jetzt geht der Punkt an die auf jeden Fall wieder. Schade. Aber trotzdem schön aufgeholt haben wir auf jeden Fall noch. Meckern kann ich da jetzt eher weniger. Ich muss sagen, ich würde gerne nochmal das T4 nehmen am liebsten. Einmal hier runter.
Jetzt wieder hier hinten entlang. Ich folge dem hier ein wenig. Hier ist der C4-Träger. Okay, der ist auch noch mit dabei. Ja, dann probieren wir B jetzt. Ich werfe eine Granate dorthin. So. Ihm werfe ich mal ein bisschen Rauch hin, damit er vielleicht eher weniger gesehen wird. Ich denke mal, von hier hinten kommt vielleicht einer. Ja, da habe ich recht. Da habe ich recht gehabt. Ich gehe jetzt hier hinter. Ich warte einfach hier. Mehr mache ich jetzt nicht. Schön. Der war auf jeden Fall hier irgendwo noch in der Nähe. Ich weiß gar nicht genau wo. Irgendwo auf jeden Fall hier, glaube ich. War, glaube ich, ganz gut, dass ich dort standhaft geblieben bin. Wäre ich rausgekommen, wer weiß. Ich glaube, der hätte mich vielleicht noch erledigt. Aber ich glaube, selbst wenn er mich noch erledigt hätte, ja, das Entschärfen hätte er so oder so, denke ich mal, nicht mehr hinbekommen. Von der Zeit her. Oh, ob das diesmal wieder so gut läuft hier. Ah, Granate! Hilfe. Oben war einer, den habe ich auf jeden Fall getroffen. Nate kommt, Hilfe. Aua. Das meine ich. Wieder diese Reichweite von dem Ding. So, jawohl. Oh, oh. Ja. Ah. Da war keine Chance mehr für mich da. Zwei Seiten, dazu noch der letzte. Ja, ich war alleine. Aber an sich spiele ich eine gute Runde gerade hier. 15 Kills. Nicht schlecht, wie ich finde. Ich hatte zwar auch schon einmal mehr, aber 15 gerade nicht schlecht. So, ich folge dem Kollegen hier. Ich werde es gleich probieren, bei B zu platzieren. Aua. So, ich werfe jetzt eine Rauchnade dorthinter. Obwohl, Moment. Jetzt, ah, da ist auch noch einer. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nein, ich bin der Letzte. Ach nein. Komm schon. Ah, Mist entschärft, glaube ich jetzt, oder? Ja. War's. Ich weiß, ich hätte auch hier an der anderen Stelle warten können, aber ja, dann wäre ich, glaube ich, so oder so weg gewesen. Dann hätten die mich erledigt. Deswegen wollte ich dort hinten warten und probieren von dort aus die vielleicht wegzuholen. Schade. Ja, war trotzdem eine schöne Runde. Man verliert halt auch mal. Ja, man gewinnt nicht immer. Man gewinnt nicht immer. War aber dennoch eine schöne Runde, wie ich finde. Und meckern kann ich da nicht. Nee. Also war wirklich gut, wie ich finde. Alle. Alle haben gut gespielt von meinem Team, aber auch vom gegnerischen Team. Richtig cooles Match. Ja? Zum Schluss gewinnt halt der Bessere. Ja?
Das war in dem Fall halt das gegnerische Team, aber hat Laune gemacht. Hat Laune gemacht. So. Wir öffnen mal hier unsere Kiste. Mal sehen, was will sie uns denn geben? Und. Okay, ein Pistolenskin. Gut, Leute. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Apropos nächstes Mal, ja. Eine der kommenden Let's Play-Folgen zu Warface Breakout wird auch mal länger gehen, und zwar eine Stunde. Ja, warum eine Stunde? Einige von euch haben sich gewünscht, mal, dass ich mal zwei oder drei Runden hintereinander spiele. Und ja, als kleines Dankeschön für euren Support, so bei den Warface Breakout Videos insgesamt gesehen, jetzt auch Let's Plays, aber auch die Guides und so weiter. Deswegen wird es als nächstes oder übernächstes Mal ein 1-Stunden-Video geben. Eine Stunde Warface Breakout wird das Video heißen. Aber nur einmal, ja, also danach wieder, wie sonst normalerweise auch, die Folgen. Und auch noch eine kleine Sache in eigener Sache. Und zwar wird jetzt auch bald mal noch von mir ein Video kommen, ja. Kommt drauf an, ob davor Informationen rauskommen zu Season 1. Und zwar, was meine persönlichen Wünsche wären für Season 1. Ja, und was ich mir vorstellen könnte, was da kommt. Ja. Das Video kommt jetzt auch noch bald. Ja. Kommt aber drauf an, ob. Ja, davor, also kann ja sein, dass jetzt bevor dieses Video überhaupt kommt, Informationen schon rauskommen zu Season 1. Dann kommt das natürlich nicht, dann kommt eher ein Info-Video darüber, über die Inhalte da und so weiter. Aber nun gut, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und tschüssi.